Ich denke, der Unterschied zu anderen Nussknackern ist, dass wir wirklich wollten, dass wir eine sinnvolle Geschichte für Kinder und für Erwachsene erzählen. Und wir beginnen eigentlich schon im ersten Akt mit ein bisschen Surrealismus, was die Bildsprache und die Ausstattung betrifft. Für die Kostüme war es auch wie fürs Bühnenbild eben wichtig, dass wir überspitzte Bilder finden, also dass Figuren, die im ersten Akt auftauchen, später nochmal überhöht im zweiten Akt auftauchen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich verraten darf. Wir haben natürlich Charaktere, die später als lebendige Bilder auftauchen. Also die Cake Aunt wird auf jeden Fall so ein Element sein. The cake aunt, she will eat a lot of cakes. And afterwards she will become the crazy cake lady. Wir haben wirklich auch Elemente aus dem ersten Akt, wie die Schneeflocken. Es gibt den Großvater, der für die Kinder die ganze Zeit Schneeflocken ausschneidet. Und wenn wir dann in diese Traumsequenz rutschen, dann werden die Schneeflocken wirklich zu Tänzern.